Here's what's up. Today I brought my dad again, since you guys really seemed to love our last video together. In 2 weeks I'm going to the Ace concert in Berlin, and as some of you may know, they're famous for their very special fashion style. And that gave me the idea to ask my dad about his opinion on this rather unusual style for men, and I'm really excited about what he's gonna say. We're gonna make this video in German again, with subtitles of course. Fangen wir erstmal mit der Definition an. Oha, die Definition. Kennst du Crop Tops? Crop Tops. Crop kenne ich vom Fotografieren. Das bedeutet, es wird irgendwie kleiner gemacht, kürzer gemacht. Und Tops, wenn es Klamotten sind, ja, das, was ich so im Sommer trage. So. Okay, du vielleicht noch nicht, aber vielleicht entscheidest du dich heute um. Das will keiner sehen. Ist natürlich ein echtes Fashion Statement und ich möchte das jetzt zeigen. Und zwar Ace, die Gruppe, zu denen ich aufs Konzert gehe, die haben 2018 ein Musikvideo rausgebracht, was besonders viel Aufmerksamkeit erregte bezüglich ihres Styles. Werde ich dir jetzt zeigen. Okay. Hier, da sieht man die Bäuche. Also erstmal ist die Musik total geil. Ja, ist dein. Das ist richtig gut, ja. Hier, alle bauchfrei. Ja, aber weniger. Siehst du kaum. Ja, aber er im Roten? Ja. Schon sehr gewagt. Findest du? Also ich dachte, das geht jetzt bis kurz unter die Brust. Ach so. Das ist nicht. Ist okay. Das ist einfach ein kurzes T-Shirt, das ist total geil. Ja. Ja. Da auch. Ja. Aber da noch ein Sakko drüber. Das ist cool. Halt mal kurz an und sprung mal zurück, mach mal Standbild. Was ich da gut finde, ist, das ist ja praktisch... Eigentlich wie ein Baseball oder ja, so ein Baseball- oder Football-Shirt. Ja. So vom Aufdruck her. Dann total kurz. Aber dann das längere Hemd darunter. Ja. Das sieht richtig cool aus. Mit der kleinen Öffnung. Ja, das Hemd total locker. Er auch, ne? Das gleiche, nur beides in weiß. Ja. Aber das sieht cool aus. Ich dachte, ich war jetzt so erst der Meinung, dass es so total so unter der Brust und dann alles frei. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig auch. Aber das sieht cool aus. Ja, oder? Ja, mit der Jeans dazu. Die Sneaker. Ja. Cool. Nice. Machen wir weiter. Der Mann hat Style. Wenn sie gut. Ja. Ey, das ist ja richtig geil. Schickst du mir dann nochmal für die Playlist? Mach ich. Ja. Kannst du sagen, was du willst, das ist 80er-Style. Ja, stimmt. Und auch die Klamotten. Die Klamotten sind so ein bisschen aus der Roller-Skate-Zeit. Nicht Rollerblades, Roller-Skate. So mit diesen vier Rollen mit dem Purple vorne drauf. Ja, ja, ja. Und da waren die auch schon mal. Das war ja damals so bei uns so in der Zeit des Surfens. War auch tierisch bunt. Tierisch viel Farbe drin. Nee, aber wirklich, jetzt ohne Scheiß. Ja. Das sieht echt gut aus. Ja. Richtig gut, ja. Magst du? Ja, sieht gut aus. Das steht denen auch, ne? Ja, ja gut, klar, die Jungs können alles tragen. Ja. Aber nee, vom finde ich gut. Ja. Sportlich und trotzdem hat was. Ja, so wenn Bengt oder Dongin das tragen würden, was würdest du dazu sagen? Bei Dongin auf jeden Fall. Ja. Bei Bengt, der ist ziemlich groß. Ja, der ist ziemlich groß. Wenn der so, der ist fast, der ist über 1,90. Ja. Muss man gucken. Also was die Leute daran auch besonders gut finden, dass sie sich das trauen, ist, dass eben diese Klischees mal durchbrochen werden. Dieses Männer-Styling, Frauen-Styling. Ja, aber das hat nichts mit, das ist ja nicht weiblich. Das ist ja jetzt nicht, wo man sagt, oh, das ist aber gewaltig, das finde ich nicht. Ja. Das ist ein Style, ich finde das cool. Ich kann dir allerdings noch ein paar Styles zeigen, wo es schon ein bisschen femininer wirkt. Okay. Genau, mal schauen, wie du das findest. Ja, damit. Also, der hat einen sehr speziellen, auch sehr femininen Style manchmal. Ja. Der zeigt auch gern seinen Oberkörper. Ja gut, ich sag mal, du musst ja mal bedenken, damit wird er jetzt nicht irgendwie ins Kaufland gehen zum Einkaufen. Sondern das ist Bühnenkleidung. Stage Outfit, ja. Da ist es natürlich klar. Nur das Shirt, glaube ich, wäre komisch. Aber mit der Jacke drüber ist es wieder cool. Ist gut gestylt. Mal schauen, wie du die nächsten findest. Auch nicht schlecht. Wenn du da hinguckst, dann siehst du erstmal das Rote. Was ich gut finde, ist der Rollkragen. Mag ich gerne. Ja. Also wenn du jetzt mal das Graue mal wegdenkst, dann ist es total schon fast Business-Style. Stimmt. Und dann aber so als Gimmick irgendwie, so als Styling-Element. Dann haben wir das hier ganz besonders. Noch mit Hosenträgern. I love plastic. Hosenträger da drunter, ne? Ja, genau, sind da drunter, ja. Natürlich, die Jungs können das auch tragen, sag ich mal. Da ist das komplett okay. Das ist so ein eher femininer Pullover, würde ich sagen. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, mhm. Ja, weil der ziemlich weit, genau, weil da auch dieses ich meine jetzt den Schnitt hier oben, mhm. dieses Ausgefranste so ein bisschen. Ja, ne? Stimmt. Ja, genau. Kann man machen, ja? Klar kann man das machen. Und das letzte, super feminin. Ich glaube, das ist sogar ein Frauenpullover. Ich wollte gerade sagen, das wäre dein Pullover. Ja. Also mit sowas habe ich dich ja schon öfter gesehen. Ja, aber das ist so, ne? So kommen neue Styles auch. Ja. Sind die Styles dann irgendwie, kommen die von irgendwo oder sind das Trendsetter? Korea, ja. Vor allem K-Pop-Szene, sind Trendsetter. Ja. Auf jeden Fall. Und ruckzuck hast du das dann, schwappt das rüber und dann ist das Mode. Und dann hast du es auch in den Läden. Ganz normal zur Arbeit oder so. Also 9-to-5-Job, kannst du es nicht machen. Nee, das stimmt. Aber in der Regel, klar, warum nicht? Ich finde auch, warum nicht so in der Freizeit rumlaufen? Ja, klar. Wenn man es tragen kann. Genau. Warum nicht? Richtig. Ja. Okay, und dann habe ich noch eine weitere letzte Sache, die ich dir zeigen möchte. Wieder die erste Band, die wir uns angeguckt haben. Mhm. Die sind vor allem dafür bekannt, dass sie gerne mal bei ihren Performances Hotpants tragen. Okay. Mhm. Mal schauen, was du dazu sagst. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Hm? AC/DC, Angus Young. Der hat immer eine englische Schuluniform angehabt mit einer kurzen Hose. Ah ja. Da stand nachher aber nur noch, der hat immer mehr ausgezogen, stand nur noch in einer kurzen Hose da. Und die war auch ähnlich. Ja, auch so eng. Ja, ja. Die Beine immer glatt rasiert, eingeölt. Okay, voll durchtrainiert, die Jungs. Ja. Na gut, klar. Bei den Tänzen, die haben auch krasse Tänze. Ja. Das Coole ist, was die mit ihren Haaren machen können. Das ist, also du kannst alles machen. Ne? Ja, wirklich. Ja. Guck dir das mal an. Mit den Wellen und so. Sieht cool aus, oder? Mhm. Ja, ich finde da jetzt irgendwie, also Hotpants stelle ich mir jetzt anders vor. Yeah. Bei Hotpants guckt ja noch eine halbe Hintern bei den Mädels raus. Stimmt. Aber hier, das sind, eigentlich sind das schon fast Shorts. Ja. Bisschen enger, sag ich mal. Ja. Aber es sind Shorts. Ich kenne kurze Hosen. Also von früher, gerade so Sporthosen und so, die waren kurz und knapp. Ja. Deshalb ist nichts jetzt irgendwie Besonderes. So. Und gerade hier finde ich das, ich hätte jetzt also als so Hotpants gesagt, hätte ich ehrlich gedacht jetzt so, oh, oder hinten raus. Hat's, weißt du? Sowas irgendwie, aber das ist ja nicht. Das ist total cool. Ja, oder? Das hat schon fast was von Business-Kleidung mit kurzer Hose. Ja. Geht ja auch. Stimmt. Geht auch. Ja. Mhm. Und dann auch mit diesen Bändern um die Knie so als Deko. Ja, genau. Schon genau, cool, oder? Richtig, ja. 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 Und es ist eben schwarz. Und schwarz geht immer. Ja. Ne? Wenn das jetzt rot wäre oder so, dann okay, dann guckt man schon mal hin. Aber auf der Bühne geht eigentlich alles. Ja, das stimmt. Sie haben es allerdings auch schon mal in anderen Farben getragen. Mhm. Wie hier. Genauso rosa. Ja, aber guck doch mal, jetzt mal stopp. Das ist eine ganz normale kurze Hose. Guck dir das an, mit dem Bund oben, mit den Taschen drauf. Ja, das stimmt. Die sind eben, ich sag mal, lass sie so ein Stück kürzer sein als ein normaler. So ein bisschen länger, dann ist ein ganz langweiliger Short. Ja. Aber so, das hat und eben, dass sie so ein bisschen enger sind. Ja, ne? Ja. Was du natürlich haben musst, du musst gute Beine dazu haben. Ja. Also wenn Bengt und ich dann mit unseren behaarten Seilstangen ankommen, das kannst du knicken. Das ist zu, das geht nicht. Du brauchst da schon schöne Beine. Lass mich nochmal kurz die Schuhe angucken. Ja, also die müssen dann auch, ich finde, die müssen auch ein bisschen, da können so Doc Martens zu oder so, weißt du? So richtig dick aufgetragen. So dicke Schuhe, ja, so richtig ruhig mit ein bisschen dickerer Sohle, die ich sonst eigentlich nicht mag, aber da passt es wieder zu. So ein bisschen Stilbruch muss dabei sein. Ja. Ich finde, so Stilbruch ist immer geil. Ja, und dann stimmt. Mit den Hemden so, also vom Farblook ist das doch wieder cool. Ja, ne? Und die Socken. Finde ich auch gut. Wir können dir ja mal Bescheid sagen, zieh doch mal anständige Schuhe. Mach ich, wenn ich da. Ich komme mal vorbei, ich zeige mal ganz kurz. Ja, ich nehme dich einfach mit zum Konzert und dann kannst du den Fashion-Tipps geben. Das ist gut. Weißt du, dass ich auch so eine habe? Echt? Ja. So kurz? Ja. Nein. Nee, die ist nicht so kurz. Meine ist ein bisschen länger, aber die Farbe und der Stil ist genau die gleiche. Krass. Soll ich holen? Ja. Hol mal. Krass. Gleich zum Kurzen an. Du hast genau dieselbe. Nur ein bisschen länger. Sieht man die? Du kannst mittanzen. Ja, was meinst du, woher die das haben? Letzte Woche haben sie kurz angerufen und sagen, ey, sag mal, was sollen wir anziehen? Und dann habe ich gesagt... Oh mein Gott! Ja, kannst mal sehen. Okay, danke, dass du heute wieder mein Gast warst. Gerne. War wieder sehr unterhaltsam mit dir. Ja, macht doch Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Ja, auf jeden Fall. Fashion Expert. I hope you guys liked the video. And as always, leave a like if you did. And don't forget to subscribe for more videos. I'll see you in the next one. Bye!